Seit 2014 regiert eine rot-rot-grüne Koalition in Thüringen, also eine Koalition aus Linker, SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Bodo Ramelow ist derzeitiger Ministerpräsident und damit der erste Ministerpräsident der Bundesrepublik, der von der Linken gestellt wird. Dieses Jahr, am 27. Oktober, findet die Landtagswahl in Thüringen wieder statt. Habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Welche Parteien dieses Mal das Rennen machen werden, das kann man natürlich nur schwierig vorhersagen. Aber um sich mal ein klareres Bild von den bevorstehenden Wahlen zu machen, hilft ein grober Blick in die Wahlprogramme. Und genau das machen wir hier. Und dabei fangen wir hier mit den größeren, teils schon im Landtag vertretenen Parteien an und fragen uns, wofür stehen die Parteien grundsätzlich und was sind ihre konkreten Forderungen und Ansätze für die nächste Legislatur? In einem späteren Video gehen wir auch noch auf die kleineren, sogenannten sonstigen Parteien ein. So, und jetzt geht's los. Starten wir mit der Linken. Die Linke ist mit über 28% bei der letzten Landtagswahl 2014 in die Landesregierung gekommen. Wie bereits im Namen der Partei schon inbegriffen ist, setzt sie sich für eine linke Politik ein. Sie macht sich also für soziale Gerechtigkeit und, ja, wie sie immer sagt, für alle stark. Für die Partei ist es besonders wichtig, die gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben unabhängig von Alter, Einkommen, Identität und Orientierung zu sichern. Ganz konkret fordert die Linke in ihrem Wahlprogramm deshalb einen allgemeinen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde. Außerdem will die Linke, dass die UN-Kinderrechte in die Thüringer Verfassung verankert werden sollen. Das Hartz-IV-System will man über den Bundesrat durch eine armutsfeste und sanktionsfreie Grundsicherung ersetzen. Außerdem soll der Etat des Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben der Generationen verdoppelt werden. Mit diesem Programm werden Angebote für Familien gestärkt. Zusätzlich wollen sie die Mehrwertsteuer bei Kita und Schulessen von 19 auf 7% senken. Auf Obst und Gemüse soll es gar keine Mehrwertsteuer mehr geben. Beim Thema Bildung will die Linke die Ausbildung von Lehrern ähnlich wie die SPD umfassend reformieren und praxisorientierter gestalten. Außerdem sollen Freistellungsregelungen vereinfacht werden. Lehrer sollen es also leichter haben, sich fort- und weiterzubilden. Darüber hinaus will die Linke den Naturschutz stärken. Projekte wie das Netz der Natura 2000 Stationen sollen beispielsweise weiter gefördert werden. Außerdem soll der öffentliche Verkehr klimaneutral neu gestaltet werden. Weiter geht es mit der SPD. Auch die SPD ist Teil der derzeitigen Landesregierung und hat bei der Landtagswahl 2014 12,4% erreicht. Die SPD fing als reine, ja, Arbeiterpartei an, aber ist heute eine sehr breit aufgestellte Volkspartei. Die Kernthemen der SPD sind Bildung, Arbeit, Familie und Grundsicherheit. Konkret will die SPD günstigen Wohnraum für Studierende sichern. Sie will zusätzlich das Freizeitangebot für Jugendliche ausbauen, den ländlichen Raum durch Förderprogramme attraktiver machen und kulturelle Bildung stärken. Freiwilligendienste wie zum Beispiel freiwillige soziale Jahre sollen außerdem finanziell gesichert werden. Die SPD will sich weiterhin für die Rechte von Gewerkschaften stark machen und Zeitarbeit und Leiharbeit einschränken, um Arbeitnehmern mehr Sicherheit zu geben. Ähnlich wie die Linke will die SPD auch eine Mindestausbildungsvergütung einführen und einen allgemeinen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde einführen. Ganz konkret will sie den Mindestlohn im Pflegebereich anheben, um den Beruf attraktiver zu machen. Sowohl die ambulante als auch die stationäre Versorgung sollen zudem flächendeckend ausgebaut werden. Darüber hinaus sollen Umwelt- und Klimaschutzinitiativen junger Menschen unterstützt werden. Weil Männer und Frauen teils für gleiche Arbeit ungleich bezahlt werden, befürwortet die SPD außerdem die Einführung eines Lohngerechtigkeitsgesetzes. Das soll für mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen sorgen. Rund um dieses Thema findet ihr übrigens hier oben auch noch ein Video. Kommen wir zu Bündnis 90 Die Grünen. Auch die Grünen haben es bei der Landtagswahl 2014 mit 5,7% in die Regierungskoalition geschafft. Der Fokus der Grünen liegt auf Ökologie, Gerechtigkeit, Demokratie und einer offenen Gesellschaft. Konkret wollen die Grünen mit Vereinen und Verbänden vor Ort ihre Schutzgebietsnetze weiter ausbauen. Dadurch wollen sie die Lebensräume von Tieren und Pflanzen sichern. Um die 2018 festgelegten Klimaschutzziele Thüringens zu erreichen, will die Partei kommunale Klimaschutzprojekte mit Programmen wie Klimainvest fördern. Außerdem soll die Massentierhaltung beendet werden und nachhaltige Ökolandwirtschaft weiter ausgebaut werden. Die Grünen wollen außerdem, dass Themen wie Biodiversität, Naturschutz und Bewahrung des Klimas in Lehrpläne an Schulen aufgenommen werden. Sie wollen Umweltbildung besonders bei jungen Menschen stärken und eine Landesstrategie zur Bildung für nachhaltige Entwicklung umsetzen, kurz BNE. Außerdem wollen die Grünen das Wahlrecht auf 14 Jahre absenken.
SPD, Linke und FDP sind für ein Wahlrecht bei Landtagswahlen ab 16 Jahren. CDU und AfD wollen die aktuelle Regelung, also das Wahlrecht, ab 18 Jahren beibehalten. Die Grünen wollen außerdem, ähnlich wie die Linke, Jugendarbeit fördern und sie setzen sich gegen Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung ein. Jetzt die CDU. Mit 33,5% konnte die CDU sich 2014 die meisten Wählerstimmen sichern. Weil es aber zu einer rot-rot-grünen Regierungskoalition kam, ist die CDU Oppositionsführerin im Thüringer Landtag geworden und nicht Teil der Regierung. Christlich-demokratische Werte stehen bei der CDU im Vordergrund. Die Familie gilt als Grundpfeiler der freien und solidarischen Gesellschaft. Die CDU hält an religiös fundierten Werten fest und will, dass alle sowohl an Bildung und Ausbildung teilhaben können. Ganz konkret setzt sich die CDU in Thüringen für die Einführung eines Familiendarlehens ein. Damit sollen junge Eltern beim Start ins Familienleben entlastet werden. Außerdem wollen sie mehr Lehrer ausbilden und bessere Leistungsanreize für Lehrer schaffen. Damit wollen sie dem Lehrermangel, den es in Thüringen gibt, entgegenwirken. Außerdem soll die Thüringer Polizei gestärkt und die Polizeiausbildung attraktiver gestaltet werden. Grund dafür sind unter anderem die wachsenden Gefährdungen durch islamistische, rechte und linke Extremisten. Zusätzlich will die CDU eine Rückkehrprämie einführen. Thüringer, die nicht mehr in Thüringen leben, sollen 5.000 Euro dafür bekommen, dass sie wieder nach Thüringen zurückziehen. So will die CDU dem demografischen Wandel entgegenwirken und vor allem junge Menschen wieder ins Land locken. Darüber hinaus soll über das sogenannte Nachhaltigkeitsprinzip der Umwelt- und Klimaschutz ausdrücklich in der Verfassung verankert werden. Außerdem will die CDU ein großes Aufforstungsprogramm starten und die Landesverwaltung bis 2030 CO2-neutral gestalten. Mit Initiativen wie dem Goldenen Plan Thüringen, so heißt er wirklich, will die CDU auch das Sportangebot in Thüringen fördern und verbessern. Dann gibt es dann noch die AfD. Die Alternative für Deutschland trat 2014 zum ersten Mal zur Thüringer Landtagswahl an und erreichte aus dem Stand 10,6%. Die Partei fokussiert sich in ihrem Programm für die Thüringer Landtagswahl auf die Themen innere Sicherheit, Migrationspolitik und Demokratie. Wie die AfD politisch wahrgenommen werden möchte, das zeigt schon das Vorwort ihres Wahlprogramms für Thüringen. Dort heißt es unter anderem, wir wollen aber mehr erreichen. Nämlich unser Thüringen als liebenswerte Heimat erhalten, statt unter Anleitung hypermoralischer Besserwisser multireligiöse und multiethnische Schmelztiegel wie in Westdeutschland zu schaffen. Ganz konkret will die AfD bei einer Regierungsmehrheit eine massive Abschiebungsinitiative starten. So heißt es wörtlich. Rückwirkend wollen sie insbesondere die Altersangaben minderjähriger, unbegleiteter Flüchtlinge prüfen, deren Minderjährigkeit nicht offensichtlich ist. Außerdem will die AfD neue Verfahren für Massenabschiebungen illegal eingereister und geduldeter Ausreisepflichtiger einführen. Dazu sollen auch Abschiebeflüge vom Freistaat Thüringen aus organisiert werden. Die Partei will dazu die direkte Demokratie stärken. Volksbegehren sollen einfacher durchgeführt werden können. Außerdem soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk grundlegend reformiert werden. Die Rundfunkbeiträge, die die AfD als Zwangsbeitrag bezeichnet, sollen abgeschafft werden. Die Thüringer Landespolizei soll außerdem deutlich aufgestockt und mit Tasern ausgestattet werden. Und dann gibt es zum Schluss noch die FDP. Die FDP hat es 2014 in Thüringen mit 2,5% der Stimme zuletzt nicht in das Landesparlament geschafft, steht in den Umfragen inzwischen aber so da, als würde sie über die 5%-Hürde kommen. Davon kann man ausgehen, deshalb an dieser Stelle auch noch kurz was zur FDP. Die FDP ist eine liberale Partei, die ihren Fokus auf Selbstbestimmung und Freiheit des Einzelnen legt. Im aktuellen Wahlprogramm für Thüringen geht es vor allem um die Verbesserung des Bildungssystems und auf ein Vorantreiben der Digitalisierung. Außerdem wollen die Liberalen ein gründerfreundliches Investitionsklima schaffen und staatliche Investitionen eindämmen und reduzieren. Konkret fordert die FDP zum Beispiel die bisherige 5-jährige schulische Erzieherausbildung durch eine maximal 3,5-jährige duale Ausbildung zu ersetzen. Grund dafür ist unter anderem, dass in Thüringen Erzieher und Erzieherinnen fehlen. Ähnlich wie Lehrerinnen und Lehrer. Insbesondere will man die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT-Fächer, besonders fördern. Mit einer sogenannten MINT-Offensive will man MINT-Labore in den Schulen einrichten. Informatik und das Fach Medienkunde sollen schnellstmöglich zu einem verpflichtenden und breit gefächerten Digitalunterricht weiterentwickelt werden. Bestehende Funklöcher sollen geschlossen und das mobile Internet flächendeckend auf LTE-Standard ausgebaut werden. Besonders interessant ist, dass die FDP ein Digitalministerium gründen will, um die digitale Transformation voranzutreiben.
Die FDP fordert eine Umweltpolitik mit marktwirtschaftlichen Anreizen, weniger Bürokratie und mehr Selbstverantwortung in den Kommunen. Sie will die Forstwirtschaft stärken und die biologische Vielfalt erhalten. So, das war ein ganz grober Überblick über die Wahlprogramme der größeren Parteien. Wie gesagt, bis auf die FDP sind alle momentan im Landtag vertreten. Aber das sind gar nicht die einzigen Parteien, die zur Wahl stehen. Im nächsten Video hier gehen wir dann auf die kleineren sonstigen Parteien ein. Wenn ihr euch die Programme nochmal anschauen wollt, guckt in die Infobox. Da haben wir sie verlinkt. Und natürlich würde mich auch mal interessieren, welche Partei steht euch denn am nächsten? Bei welcher sagt ihr, ja, das Wahlprogramm spricht mich an? Wenn ihr das sagen wollt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.